Heavy Duty Challenge. Am 14. September erscheint Heavy Duty Challenge auf PC, PS5, Xbox. Ja, wir schauen heute schon mal rein, was da so geht mit dicken Maschinen durch die Wildnis. Also erstellen wir uns doch mal hier einen neuen Account, neue Karriere. Ich gehe komplett blind rein. Ich bin super gespannt, was das Game so liefert. Und da geht es los. Grundlagen des Fahrens. Ja, wir starten hier in so einem Offroader-Truck und brettern hier durch den Parcours. Ich bin echt gespannt, was hier geht und wie das denn läuft. Ja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Im Großen und Ganzen muss ich gleich nochmal gucken, ob ich hier in die Einstellung gehen kann. Zum einen vom Sound her. Die Musik war anfangs wie immer in allen Games mega laut. Da gucke ich mir das gleich im Detail nochmal an. Und dann starten wir hier durch das Tutorial. Also, richtige Einstellungsmöglichkeiten gibt es leider noch nicht. Das heißt, wir starten jetzt hier einfach so rein. Wir sind sehr früh in dieser Gamephase. Bis September ist ja noch einiges an Zeit. Und wir gehen erstmal rein hier in das Ganze. Jetzt habe ich natürlich das Tutorial geskippt, aber wir kommen da auch so durch. Okay, Gas funktioniert, läuft. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch schalten. Allradantrieb, B, Hinterachse gesperrt. Oh Mann, das wird wild. N, alle Achsen gesperrt. Okay, wir gehen in den Allradantrieb. Und dann haben wir jetzt hier vorne, da muss ich mal eben gucken, umschalten mit N, kann das sein? Nee, mit Steuerung. In den ersten Gang. Nee, ist der Rückwärtsgang. Zweiter Rückwärtsgang. Nö, 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 nö. Okay, Umschalttaste, also mit Shift und Steuerung. Geht es vor oder zurück? Ist ganz praktisch gelöst. Ist so auf dem kleinen Finger jetzt hier, wenn man mit WASD steuert. Geht ganz gut. Also, ab in den ersten. Da muss ich ja sagen, da bin ich ja schon. Und Handbremse auf Space. Okay, das ist cool. Da bin ich ja schon der Fan von Automatik. Aber ich denke, das macht hier auch das Game aus. Nutze hin und her. Genau, Kamera um zu drehen. 1, 2, 3, 4. Kamera Ansichten zu wechseln. Okay. Nutze Kabinenansicht Q und E. LOL. Okay, das ist cool. Damit man mal irgendwie ganz vorsichtig irgendwo raus kann. Okay, das braucht man nicht. Und mal eben gucken kann, ob man irgendwo an den Abhang vorsichtig vorbeibrettern kann. Okay, drücke er um, genau, wenn man feststeckt, einfach mit der R-Taste. So, wir müssen nach vorne durch. Können wir das hier wegmachen? Können wir. Und gib ihm. So, und ab in den zweiten Gang. Und mit Gas hier, Alter. Jawolski. So, ab durch das nächste Tor. So, oha. Oha, oha, oha. Geht ab, Alter. Geht schon richtig ab. Ui, 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 ui. Vielleicht sollte ich nicht hier die ganze Zeit im dritten rumbrettern und mal ein bisschen runterschalten. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Runter, 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 ab in den ersten. So. Alter, das war's schon. Geschafft. Puh, ich bin schon wieder hier. Aber voll dabei. Glückwunsch. Abschnitt 1 von 1. Höchste Punktzahl, Kategorie 2-Achser. Ah, okay, dann gibt es auch noch verschiedene Kategorien. Erneut versuchen. Komm, da müssen wir noch mal besser durch hier. Also, wir fahren das Ganze. Ich weiß gar nicht, wann das zählt. Zack, in den ersten Gang und los. Weg da. Ab in den zweiten direkt. Kusch. Ich bin hier am Rumkurbeln. Ob man das besser mit dem Controller spielen kann? Muss ich auch gleich mal testen, ey. So. Und hier rein. Ab in die Kurve. Oh, nicht so doll. Oh, Alter. Das ist aber hier über Stock und Stein. Aber sieht gut aus. Wir kommen, glaube ich, ganz gut durch. Andere Kameraansichten.
Was gibt's noch? Oh, die Außenansicht. Nein. Nein. Direkt dagegen gebrettert. Jetzt ab in den Rückwärtsgang. Zack. Rückwärtsgang und trotzdem vorwärts, ne? Gas geben ist halt... Und dann wieder ab in den ersten und gib ihm. Oh, abgefahren. Abgefahren. Komm, gib Gubi. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Das fängt doch schon gut an. Glückwunsch und so weiter. Wir haben zurückgelegte Strecke, 140 Meter knapp. Erfahrungspunkte gekriegt, okay. Und es geht weiter auf die nächste Map. Offroad-Modi. Wie man in schwierigen Gelände fährt. Jeder Trakt, den du fährst, verfügt über Offroad-Modi. Du kannst zwischen ihnen hin und her wechseln, um mit schwierigen Geländen und steilen Hängen fertig zu werden. Oder um dich zu befreien, wenn du feststeckst. Okay, alles klar. Fahre mit dem Dreiachser und probiere die Offroad-Modi bei einigen herausfordernden Hindernissen aus. Also, dann gucken wir doch mal direkt. Wo war das hier? Auf der 8. Wo konnte ich denn die Außenansicht? Hier auf der 5 ist das. 5 und 1 ist wieder in. Genau. So. CVBN. Was ist denn C? Mit C kannst du Fahrmodi wechseln. C ist, glaube ich, das, wo wir jetzt gerade drin sind. Das sehen wir rechts oben. V, Allradantrieb. Okay, der Dreiachser. Alter, wieder eine ganz andere Maschine. Ganz anderes Gerät hier. Aber uns kann nichts passieren. Der TÜV Süd, wir sind zertifiziert. Der hat das Ding abgenommen. Das läuft, das läuft also. Ich gehe mal rein hier in den... Ich fahre erstmal normal mit C. So, rein da. So, schön Gas. Und dann ab in den ersten. Zack. Wow, wow, wow. Kommen wir denn jetzt hier über Stock und Stein? Über diese Ramp? Kommen wir. So, wir haben jetzt hier die Ansicht. Okay. Und wir fahren jetzt hier einfach weiter. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier nicht abstürzen. Hoppala. Gehen wir mal wieder rein. Beziehungsweise, nee, ich würde schon gerne gucken, wo ich hier bin. Kann ich jetzt hier runter? Oh, Alter, aufgesetzt vorne. Und wir müssen hier rum. Alter, das ist ja wild. Das ist ja... Oh, 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 das ist ja wild. Komm, wir wechseln mal in den Allradmodus. Damit, wenn ein Rad mal oben in der Luft ist. Zack, so, Allradantrieb. Und gib ihm. Damit wir immer noch die Power haben. Guck mal hier, fahre weiter über die Hindernisse. Und durch die verbleibenden Tore. Die Sektion endet, wenn du die Zeitlinie überquert hast. Dankeschön, ja, das kriegen wir doch hin. Gib ihm. So, wo ist denn mal hier nochmal so eine Außenansicht? Wow. Okay, das ist geil. Oh mein Gott, ich habe das Tor kaputt gemacht. Minuspunkte. Ah, direkt Abzug in der B-Note. Oh, das nächste Ding. Oh, oh, das geht aber... Das ist aber auch schwierig in der Außenansicht, ich sage dir. Außenansicht wichtig für Hindernisse, um klarzukommen. Auch zum Einschätzen. Aber zum Steuern echt tricky. Alter, aber wie er sich hier hochkämpft, ey. Wow. Ja, Mann. Zack, geschafft. Okay, das war noch nicht so wirklich schwierig, ne? Das war noch nicht wirklich schwierig. Durchfahrene Tore, 7 von 7. Umgefahrene Tore, 3. Next. Und da kommen wir
auf die nächste Strecke. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier bevorsteht, was wir machen müssen. Die Herausforderung des Offroad-Fahren. Okay, dies ist deine letzte Fahrstunde, in der du mehr über die Schäden erfährst, die bei deinem Truck beim Fahren entstehen. Okay. Einige Systeme im Truck können beschädigt werden, wenn man in schwierigem Gelände fährt und dabei über Objekte fährt. Okay, das heißt also, wenn ich irgendwo aufsetze oder vielleicht mit dem Unterboden irgendwie auf einen Stein drauf klatsche, wahrscheinlich nicht so gut. Dazu gehören der Antriebsstrang, die Aufhängung, das Getriebe sowie Reifen und Bremsen. Als nächstes fährst du einen riesigen Vierachser. Pass auf, dass du keinen Unfall baust. Alter, riesiger Vierachser in meinen Händen. Ob das so gut ist? Mit F kannst du den Motor ein- und ausschalten. Ist das wichtig? Wird der Antriebsstrang beschädigt? Kann der Motor ausfallen? Das klingt doch schon so, als ob er beschädigt werden soll. Als ob ich jetzt hier failen muss. Wir gucken uns erstmal die Karre an. So, Vierachser, krasse Reifen, schönes Gerät von MAN, sehr, sehr nice. Alter, Hinrichsen, Nordlock, siehste, lübt doch das Ganze. So, also, wir brettern jetzt los hier mit dem Gerät. Räum. Und rein in den ersten. Alter, so macht das schon Bock, ne? Das macht schon direkt Bock. Mit einem fetten Vierachser. Und ich gehe jetzt direkt in V rein, ins Differential. In Allrad ist das. Allrad rein, gib ihm. So, und sofort gibt's auch wieder Schub hier, ey. Und jetzt wird's tricky, hier rechts abbiegen. Also jetzt hier hart einlenken. Am besten nicht. Ach du Schande. Wow. Jetzt wird's wild. Ich muss noch mal gucken. Hintere Achse. Moment, ich rutsch schon. Ich komme schon ins Rutschen. Okay, wieder raus hier. Gucken. Und jetzt Rückwärtsgang. Nö. Nö. Links. Links lenken. Oh, wie krass. Ich fahre einfach nicht hier rum, oder? Darf ich doch, oder? Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Oh, hier unten. Ich hocke da gerade vor, aber hier neben mir sieht man es noch ein bisschen, ne? Aufhängung und Schäden und sowas. Das heißt tatsächlich, wenn ich mal irgendwo gegengebreddert bin, kommt da sofort die Meldung, wie viel Schaden da reinkommt. Okay, wir gehen in den Rückwärtsgang. Oh, ich häng fest. Nee, doch nicht. Alter, die... Oh, wie krass die Reifen sind, ne? Wie weich die sind, damit man durch das ganze Gelände überhaupt kommt. So, mehr rum. Mach keinen Scheiß. Komm, sag bloß, ich bin jetzt hier fest. Go. Okay, ich muss nochmal, egal was, ich dreh hier durch, ey. Ich muss nochmal zurücksetzen. Da sah die Brücke so easy aus, ne? Aber die ist heimtückisch, ey. Die heimtückische Brücke. Und rum. Ein Tor reißen wir. Nicht dein Ernst, was passiert jetzt? Nicht dein Ernst, was sind das für Drempelen? What the heck?
Und jetzt geht's hier ab in die Kluft. Ich werd ja weich, ich werd ja weich. Was geht ab? Und geschafft. Alter, was eine Karre. What a game. Abgefahren. Ja, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, am 14. September soll das Ganze rauskommen. Ich bin mega gespannt. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen reingucken. Und vor allem erstmal gucken, wie weit man das Ganze jetzt hier schon am Anfang zocken kann. Wir müssen mal ein bisschen vom Sound runter. Und ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit wir hier vielleicht auch noch mal ein paar Mal reingucken können. Und gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob das nicht auch mal was wäre, vielleicht für einen Livestream. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf der Schotterpiste.